Weiter geht's hier bei Minecraft. So, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Jetzt machen wir mal weiter. Wir haben ja unsere Bude hier ausgebaut. Und hier müssen wir auch noch einiges ausbauen. Haben wir jetzt noch Sand? Sand haben wir noch dabei. Glas brauchen wir noch. Für da hinten. Glas, Steine. 12 Glas, das ist ja nicht sonderlich viel, aber es reicht erstmal für den Anfang. Na, hier hin, so. So, wir haben ja letztes Mal uns oben ein Feld gebaut auf unserem Häuschen hier. So, gucken hier. Na komm, ich brauche ein bisschen Weizen, aber irgendwie finde ich leider keins. Also, was heißt Weizen? Bisschen Samen, aber irgendwie findet man hier keins gerade. Das ist echt doof. Ich brauche doch Essen. Na komm. Komm schon, gib mir doch ein paar Samen. Ah, da ist ja, da haben wir einen. Wow, einen. Was schmeißt man dafür weg? Komm, die hier schmeißt man dafür weg. Dahin. So. Wir droppen die jetzt nur noch ganz selten. Na, Schafi. Okay, wenigstens haben wir ein paar. Aus den großen droppt irgendwie nie was. Keine Ahnung. Sind wohl nur Zierde da. So, na, lass mich doch da hoch. Ich will doch meine Samen verstreuen. Okay, der war nicht witzig. Oh, hier kommt man nicht durch. So, jetzt gehen wir hier mal außen rum. Da müssen wir uns auch noch so eine kleine Treppe bauen. Oder jetzt richten wir erstmal was essen hier. Der hat schon wieder Hunger. Ein lecker Apfel. Ich persönlich mag ja auch Äpfel gerne. Boah. Ich liebe Äpfel. So, es sind jetzt einmal 5 Stück. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber immerhin besser als nichts. So. Wenigstens was zu essen. So, muss dahin gehen. Jetzt machen wir mal weg hier. Soll ja auch noch was aussehen. Autsch. So, haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal an der Strandbude ein bisschen weiter. Sand haben wir ja auch noch. Was haben wir denn hier noch drin? Wolle. Das da können wir da lassen. Das da können wir da lassen. Hol das nämlich mal mit. Glas, die Eimer lasse ich da. Die Cobblestones brauchen wir jetzt nicht. Das können wir dann an die Wolle lassen wir da. Wir bräuchten noch eine Schaufel. Eine Schaufel. So, zack, zack, zack. Eine reicht eine. Ja, eine müsste reichen. Ich hoffe zumindest, dass eine reicht. Dann nehmen wir den Sand hier. Na, scharf. So, hier müssen wir dann alles mit Erde voll ballern. So. Das da ist jetzt halt ein bisschen doof. Ich will das halt hier jetzt noch ein bisschen erweitern. Mal müsste ich das mit Erde machen, um Sand zu sparen, aber naja, was soll's. Da müssen wir halt noch ein bisschen Sand farmen. So, na komm. Wird schon wieder dunkel. Ist jetzt schon wieder dunkel. Na komm. So, komm. Wir haben es ja gleich. Ich glaube nicht, dass die 26 reichen, aber. Na, komm. Ne, die werden auf keinen Fall reichen. Oh, eins fehlt. Dann gehen wir mal pennen, würde ich sagen. So. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Creeper? Kein Creeper. So. Mal. Wir haben ja da hinten eine kleine Sandmine angefangen. Holen wir uns da einfach neuen Sand. Ist ja kein Problem. Ja. Ist gut, der Zombie-Mann. Hier gibt es ja mehr als genug Sand. Und worüber ich gerade mal sprechen möchte, ist aktuell, wo ich das jetzt hier aufnehme, habe ich komplett den Totalausfall von Internet und Fernsehen und Telefon.
Das nervt total, dass ich einmal im Monat, man kann wirklich die Uhr danach stellen, einmal im Monat hast du Internet- und Telefonausfall. Und ich meine, hallo, was ist denn das, wenn die Leute, so wie ich jetzt zum Beispiel, ihr Internet brauchen, um ihre Let's Plays hochzuladen? Die Anbieter es einfach nicht gebacken kriegen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ist nur, nehmt einfach den Namen unseres Landes und dann den Anbieter, dann wisst ihr es schon. Aber dass die es nicht gebacken kriegen, einfach mal gucken, dass das Internet stabil läuft. Ich meine, hallo. Man bezahlt dafür Geld, mittlerweile auch ein Schweinegeld, was so eine 100-Mbit-Leitung oder was kostet. Keine Ahnung, was für eine Leitung ihr habt, aber auf jeden Fall zahlt man dafür ein Schweinegeld und dann funktioniert das Ganze nicht. Ich bin schon recht bisschen angepisst, ehrlich gesagt. Na, macht zu. Und dass die das einfach nicht auf die Kette kriegen. Das ist einfach nicht auf die Kette kriegen. Ding. Dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft. Jedem, okay, wenn es mal passiert, kann man sagen, okay, es kann mal passieren. Aber wirklich jeden Monat derselbe Rotz. Das ist schon total nervig. So, mal das, erweitern wir das Ganze hier ein bisschen halt so. Ja, fließt ab, du blödes Wasser. Hallo. Na jetzt. Und ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, dass die das nicht auf die Kette kriegen, das ist schon total nervig. Und wenn du dann einmal vergisst, deine Rechnung zu bezahlen oder nicht pünktlich zahlen kannst, stellen sie dir das Internet ab. Sorry, aber das ist schon ein bisschen. Naja, ich sag dazu jetzt nichts mehr, sonst rege ich mich noch tierisch auf. Wir wollen uns ja hier auf Minecraft konzentrieren. So. Es ist leider halt dieses Klischee, dieses, keine Ahnung. Ich könnte mal hier mal zu, dann können wir diese Reihe auch noch. So, können wir diese Reihe auch noch mitnehmen. Moment, da und da. Können wir diese Reihe dann nämlich, ich baue einfach ab, bis die Schaufel kaputt ist. Und hier müssten wir theoretisch auch noch Erde reinsetzen. So, zack, zack, zack. Hoch. Der war falsch. Und zack. So. Aber das ist dieses Klischee halt, was viele haben. Nicht nur bei den Anbietern, sondern auch in anderen Dingen, im Musikbereich und so. Zum Beispiel, ich höre ja das, aber irgendwie feiert man das auch noch. Wenn die Leute einfach nur scheiße sind, man feiert es einfach. Die Frage ist, warum? Ich verstehe das nicht. So. Jetzt machen wir hier noch eine Lage, dann können wir hier noch weiter ausbauen. Haben wir jetzt erstmal mehr als genug Sand, hoffe ich. Ich hoffe, dass das jetzt hier alles reicht. So. Na komm. So. Man könnte unten drunter halt auch Erde bauen und ich glaube, ich mache das jetzt mal. Einfach um ein bisschen Sand zu sparen. Das sieht man ja eigentlich nicht. Na, dahin. Oh, ist hoch. Ich ertrink. So. Dann baut man halt einfach hier unten dann ein bisschen Erde hin. Dann verschwendet man nicht so viel Sand. Und dahin. So. Das sieht man, glaube ich, ja eh von oben nimmer. Dahin. So. Wenn man sich so eine kleine Hilfe dann macht. Der war falsch. So. Dann kann man auch ein bisschen Sand sparen. Sonst müssen wir ja hier alles abfarmen. Die habe ich jetzt zum Beispiel vergessen. Aber das ist ja kein Problem. So, tja. Dann haben wir noch Erde dabei. Oh, 64er Stack. Das reicht auf jeden Fall. So, na komm. Unter Wasser ist es halt immer ein bisschen schwer, weil man halt kaum was sieht. Auf YouTube ist das Ganze dann noch dunkler. Und beim Vollbild müsste das gehen. So. So. Jetzt kann man hier dann nämlich noch zwei Lagen Sand aufbauen. Draufbauen. So. Fusche mal halt ein bisschen am Bau. Ist ja kein Problem. Ist ja normal, dass man irgendwie am Bau fuscht. Hat man ja in der Vergangenheit öfter schon gesehen.
können wir unsere Bude nämlich hier auch ein bisschen erweitern. Die Axt, wir haben sogar eine Axt, aber ist supi. So, komm. Jetzt müssen wir halt leider die Fenster da rauskloppen, aber egal. Was soll's. So, Holz, Holz, Holz. So. Na, komm. So, machen wir die Reihe hier weg, dann erweitern wir die Bude halt einfach um eins. Oder ein paar, um eins, ja. Um drei sind's. Wenn man nicht zählen kann. Das muss auch weg. So. Oh, wir müssten mal was essen. Ich habe nichts dabei, Mist. So. Eigentlich müssten wir noch mehr in die Breite gehen. So. Das Problem ist einfach heutzutage auch, ich sehe das bei vielen, auch generell bei vielen Jugendlichen, die tun einfach die einfachsten Aufgaben, die man einfach in der Schule schon lernt, in der Schule schon im Kopf rechnet. Keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal 10x10 oder so. Einfach alles mit dem Taschenrechner, mit dem Handy ausrechnen. Und dann passiert sowas, dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, wir müssen mal ein Schaf killen, ich hab Hunger. Dass man nicht mehr weiß, ich habe da letztes Mal einen gesehen, der hat an der Kasse, was wollte der rechnen, was 2,40 Euro und 2,40 Euro sind, das hat er sich mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Und ich dachte mir so, okay, das sind 4 Euro, fuck, wir haben Hunger. Oh, wir müssen uns schnell was braten, sonst sterben wir. Nein! Junge! Und, hat sich das wirklich mit Taschenrechner an der Kasse ausgerechnet. Und, ob sein Geld reicht. Und da denke ich mir, Alter, du wirst ja wohl 2,40 Euro und 2,40 Euro zusammenrechnen können. Konnte er wohl nicht. Und das ist das Problem. Man sollte einfach. Was mache ich denn da? Ich bin doch so doof. Ich wollte doch noch weiter in die Breite gehen. Ich finde, man sollte einfach auch mal wieder gucken, dass man so Dinge im Kopf ausrechnen kann. Schon was reinballern. So. Okay, und weiterarbeiten. So, was gegessen? Mittagspause ist rum. Mittagspause ist rum und jetzt arbeiten wir weiter hier. Das war falsch. Naja, egal. So. Na komm. Hier. Ja, und ich finde, man sollte einfach auch mal wieder Sachen einfach so im Kopf ausrechnen. Das macht generell halt auch mehr Spaß. Versuchen, wenn man jetzt was nicht weiß, was diese Aufgabe gibt, sage ich mal, den perfekten Weg zu finden, wie man es am besten ausrechnen kann. Und mit Taschen, aber das ist halt das Problem, weil jeder 10-Jährige oder 11-Jährige hat heutzutage schon ein Smartphone. Und was die Eltern damit antun, das wissen die meisten nicht. Huch, welches waren das? War das das jetzt? Das und das hier. Nee, das ist alles anderes. Das ist hässliches Holz. Das ist auch hässliches Holz. Hier haben wir noch 4 und 4 haben wir immer noch Holz. Ja. Kann ja gar nicht sein, dass wir so wenig Holz haben. Wir haben ja genug gefarmt. Sonst wird schon wieder dunkel. Immer im Let's Play wird es auf einmal wieder dunkel. So. Und auf jeden Fall, die Kinder haben schon ein Smartphone. Und was die damit überhaupt ihren Kindern antun, müssen die Tür jetzt natürlich dann noch versetzen. Und dass die nichts mehr lernen, nur noch auf ihr Handy klotzen und spielen. Also mein Kind würde zum Beispiel nur ein Smartphone bekommen, wenn es 16 ist. Jetzt würde es so ein ganz altes Tastentelefon bekommen. Erstens mal ist so ein Smartphone teuer. Zweitens mal dann heute, in der heutigen Gesellschaft, sage ich mal, damit meine ich nicht alle, aber einfach die Leute ziehen den Kindern einfach noch ihre Sachen ab und kannst dann jeden Monat ein neues Smartphone kaufen. Hier haben wir noch 14 Rindfleisch. Die Steine. Das braten wir uns jetzt hier. Wir wollen essen.
Und meine Maus spinnt. Oh, gute Nacht. Oh. Guten Morgen. Es war eine kurze Nacht. Und hier stimmt es. Hier müssten wir auch theoretisch alles noch wegklopsen. Hier könnte man so lassen. Hier müssten wir unsere Spitzhacke ist fast im Arsch. Muss ich uns. Oh, wir haben sogar noch eine gemacht. Supi. So. Hier müssten wir den Boden auch noch aus Holz machen. Was ich auf jeden Fall auch noch machen will, ist so einen kleinen Bauernhof, wo wir uns so ein paar Tiere zähmen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich das gerne haben würde. Ob ich hier auch so wieder so einen Wolkenpalast mache, keine Ahnung. Wenn ich einen guten Berg dafür finde, warum nicht? Ich hatte hier in der anderen Welt auch noch so viel vor. Ich wollte da noch einen Hafen und einen Leuchtturm und so. Aber obwohl Leuchtturm habe ich gerade momentan keine Lust mehr drauf. Ich habe in der Let's Show Welt versucht, einen Leuchtturm zu bauen und das Ding ist mir wirklich 6-mal abgefackelt. Ich habe das Ding 6-mal aufgebaut neu. Und jedes Mal ist mir die Wolle abgebrannt und der Wald außenrum. Und das hat mich wieder einige Stunden gekostet, das alles wieder aufzubauen, wie es vorher war. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, jetzt hier einen Leuchtturm zu bauen und der uns alles abfackelt, was wir aufgebaut haben. So, es wird diesen Sonntag wohl auch wieder eine neue Let's Show Folge geben, wenn ich es denn schaffe. Ich bin gerade echt dabei reinzuhauen, aber ich kann nichts versprechen, dass ich es schaffe. Man will ja auch einen Fortschritt sehen, was sich getan hat und an dem hänge ich jetzt momentan so ein bisschen, weil ich jetzt gerade so ein riesen Mammutprojekt am Ausbauen bin und das kostet halt alles so seine Zeit. Da ich ja auch nebenbei noch andere Projekte aufnehme, GTA Forest ist ja jetzt zwar rum, aber GTA 5 nehme ich ja noch auf, Call of Duty 3, Black Ops, so, Rainbow Six Siege will ich auch jetzt mal die Tage wieder aufnehmen. Haben wir eine Axt? Ja, wir haben eine Axt. So, Rainbow Six Siege will ich jetzt die Tage auch wieder aufnehmen. Hui, Mist. Und das dauert halt schon echt Zeit, das ganze Schneiden, Rendern. Na du Schaf. Und oh, wie viele Schafe es hier gibt. Krass. Die Blumen, die könnten wir auch theoretisch auch einsammeln. Daraus könnten wir uns dann roten Farbstoff machen und dann später rote Wolle. Aber momentan brauchen wir die ehrlich gesagt noch nicht. Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen rum und suche noch ein paar Bäume. Da hinten. Nur da mal Kies. Wir müssen auch echt mal die Welt erkunden. Nur habe ich dann Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Weil wenn ich mich recht erinnere, war das nicht unser Spawnort. Aber irgendwo da hinten, glaube ich. Und das finde ich halt auch noch ein bisschen doof bei Minecraft, dass man immer nur mit dem Kompass an seinen Spawnort zurückfindet. Wenn man nicht unbedingt an seinem Spawnort baut, findet man theoretisch den Weg nicht mehr zurück. Außer wir setzen uns halt ein paar Markierungen hin. So. Hallo Schweinchen. Ach komm, ein Schnitzel nehmen wir uns mit, komm. Stirb! Danke. Lecker Schnitzel. So. Und hier die Bäume. Die nehmen wir auch mit. Na, lass mich hoch. Die Seeds müssen wir dann auch noch einfallen. Oder die Saplings. So. Ich hoffe, dass unser Weizen bald mal fertig wird. Dass wir uns ein paar Brote craften können. Oh, da habe ich ein Holz vergessen. Komm, den Baum nehmen wir auch noch mit. So. Den brauchen wir ja für unsere Strandbude dann. Da müssen wir ja auch noch. Da will ich auch noch einen kleinen. Ich will ja auch noch einen kleinen Keller ausbauen und so weiter. Na, wo komme ich denn jetzt hier durch? Irgendwie spinnt meine Maus in letzter Zeit. Ich muss echt mal gucken, woran das liegt. Ist total nervig. Schaufel, natürlich haben wir keine Schaufel dabei. War ja klar. Wo ging es denn jetzt hier zurück? Hier? Nur wir können immer rennen, weil wir hungrig sind. Wo ging es denn hier zurück? Genau, das ist das, was ich halt mal verläuft sich hier. Du Chicken, stirb! Heute Abend gibt es halbes Hähnchen. Du Frau, mach mal ein Hähnchen. Ich hab ein Huhn gejagt. Oh. Hallo Kuh. Hallo Emma. Danke, du
Jetzt hör aber auf, du blöde Maus. Irgendwie entweder ist meine Maus kaputt oder mein USB-Anschluss. Was eigentlich nicht sein könnte, kann, da ich ja mir ein neues System zusammengestellt habe. Ich muss jetzt echt mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe so wenig Zeit momentan. Ja, hör auf zu lecken. Immer Minecraft am lecken. Kommt immer mal raus. Soll ja schön aussehen. Soll ja nicht denken. Ja, genau. Die Leute sollen ja nicht denken, die zu Besuch kommen. Hier wohnen voll die Asozialen. Den Baum könnte man theoretisch lassen. Alter. So. Hier kommen wir uns erstmal Rindfleisch. Dann können wir uns in der Zeit. Komm. Craften uns mal ein paar Stickies. Eine Schaufel machen wir uns jetzt, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Wir brauchen Mamfi, komm. Ballern wir uns das hier noch rein. Aber wie oft der Typ hier Hunger hat, ey, das ist unglaublich. Aber wenn man am Arbeiten ist, hat. Das war ja eine super Idee, Mist. Super, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oder? Ich komme hier nicht mehr raus. Muss mal drum tauchen. Fuck. War ja eine super Idee mit dem Keller. Das scheint so nicht zu funktionieren. Mist. Außer natürlich, wir bauen hier alles mit Erde zu, aber das würde viel zu lang dauern. Da jetzt alles mit Erde zuzubauen. Funktioniert es hier vielleicht? Hier zum Beispiel jetzt funktioniert. Wie lang denn? Wie groß können wir den Keller dann machen? Also, ab wann kommt denn das Wasser? Hier nicht. Na? Ab da dann ungefähr, wa? Ne, hier auch nicht. Okay, hier kommt dann überall Wasser rein. Hier nimmer. Okay, ab da dann. So. Dann machen wir das theoretisch. Könnten wir das dann so machen. Na, komm. Machen wir hier einfach dicht. Na? Hallo? Er will nicht. Ach, Mann. Na? Baller das dran jetzt. So. Dann könnte man theoretisch hier. Hier können wir dann. Da kommt auch Wasser rein. Okay. Dann können wir theoretisch dann bis hierhin den Keller machen. So. Ich glaube, den fange ich jetzt schon mal an, den Keller. Dann können wir da unsere ganzen Truhen und so runterbringen. Die wir noch nicht haben, aber später werden wir die auf jeden Fall haben. Hier müssen wir dann eh noch ein bisschen, noch einen Holzboden reinzimmern. So. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Sand. Aber ich glaube, eine Schaufel wird dafür nicht reichen. Nee, auf keinen Fall. Na super, und da kommt dann auch schon das Wasser. Das sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, dass dann hier bis dahin halt Keller ist und der Rest dann halt nicht, aber das können wir ja schon irgendwie hin, das kriegen wir schon irgendwie hin. Zur Not müssen wir dann halt wirklich das alles aufstocken und mit Erde ausbauen. Das dürfte man hinkriegen, das dürfte kein Problem sein. So, dann machen wir jetzt hier erstmal Sand hin, den machen wir weg. Die nehmen wir mal auch weg. Warum nehme ich denn die Schaufel? So. Den weg. Machen wir hier alles mal erstmal weg. Können wir da überall Sand hinballern? Das soll ja auch eine Strandbude sein. Die soll ja auch auf dem Sand stehen. So. Zack, zack. Zack, zack. So, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.